Und da sind wir auch schon im zweiten Game. Bel-Air hier wieder für euch mit Game 2 aus dem GoForce StarCraft 2 Sunday Cup Finale. GoForce StarCraft 2 Cup 292 ist das hier. Gelaufen gestern Abend am 16.06. Und ich hier jetzt das Ganze als Recast, da ich das leider nicht live auf meinem Stream auf Twitch livestreamen konnte. Ich war beim Gaming Cracks Turnier und ja, oben rechts haben wir als blauen Protoss ATN Socke und hier unten links auf ESL Red City Maus Vortex, den Spanier gegen das deutsche Urgestein. Tja, und Vortex liegt hinten. Socke hat gerade einen wunderschönen Go geliefert. Ja, musste sich hier nur mit ein bisschen Roach Supply von Vortex rumschlagen. Hat relativ früh auch seine dritte genommen, konnte damit 6 Sentries, eine Mothership Core, ich glaube 4, 5 Stalker und der gleichen Anzahl Zealots konnte er sich da behaupten, hat zwei wunderschöne Time Warp Fields in die dritte des Zergs geschmissen, hat dann gleichzeitig noch mit 3, 4 Force Fields die komplette Armee geblockt und die Roaches hatten halt keine Möglichkeit, dann noch einmal irgendwie drumherum zu wandern. Und wir sehen hier Vortex, oh mein Gott, ist das gerade ein 8 Pool gewesen? Also das sieht definitiv aggressive aus. Oh, Socke, mach dich da auch was bereit. Ja, wir sehen ja natürlich keinen Crossborn. Diese Map hier neu im ganzen Map-Pool. Und das, was Vortex hier spielt, das ist extrem aggressive. Also mit 8 schon den Pool genommen. Er schickt jetzt auch richtig früh seinen Worker los, um hier zu scouten, wo denn der Protoss steckt. Sein Overlord hier hat es auch schon fast in die Main von Socke geschafft. Und der muss das jetzt ganz schnell spitz kriegen. Der baut allerdings nicht die ganz normal auf. Nimmt das zum Glück keine Fast Expansion oder so. Das wäre natürlich tödlich für ihn. Denn die ersten 8 Linge von Vortex sind schon auf dem Weg und die können dann ordentlich Schaden machen. Ja, jetzt auch die erste Queen im Bau. Und hier vorne das One in. Das kriegt er halt nicht rechtzeitig zu. Aber das muss er jetzt wirklich schnell mitbekommen. Doppelgas ist genommen. Wird auch direkt gesaturated. Das erste Gate ist durch. Und da ist der Overlord. Und genau jetzt wird er mitbekommen. Oh mein Gott, er ist direkt da oben. Ja, Overlord wird auch direkt gemalt, ein bisschen zurückgezogen. Und alle Linge auch noch ohne Speed jetzt unterwegs. Ja, wie soll man auch so viel Speed raus haben? Ja, hier vorne ist doch kein Zealot. Der braucht noch ein bisschen. Nämlich geschlagene 20 Sekunden. Während Vortex hier schon mit seinen ganzen Units ist. Ja, er kann hier vielleicht einfach durchrennen und erstmal ein paar Worker kicken. Die ersten drei, ja, rennen einfach durch. Oh, der will das Pylon kicken. Da werden direkt alle Probes gepullt. Socke muss hier was machen. Sonst geht ihm das hier gleich richtig dreckig. Ja, und die Linge kicken hier doch ordentlich Worker. Der erste Zealot ist mit dabei. Ah, nur 3 Stück. Okay. Das war jetzt nicht so schlimm. Mothership Core kommt auch. Damit werden dann diese Linge hier gecountert. Und er versucht ja auch den Zealot rauszunehmen. Aber wunderschönes Micro hier von Socke. Kriegt ihr immer wieder einzelne Hits, um die Linge zu finishen. Der Zealot hier schon mit 4 Kills. Oh, geht dann auch down. Mothership Core ist da. Oh, ein Hit. Ein Hit wäre es gewesen. Ja, und Socke hält das Ganze hier. Meine Güte, da hätte ich echt gedacht, dass das mehr Damage macht. Wir sehen ganz einfach, ja, der Zerg hat sich damit ein bisschen ins eigene Fleisch gehauen, hat 4 Worker weniger als der Protoss, nimmt jetzt seine Expansion, gut, die ist schon halb durch. Und, oh mein Gott, also da hätte ich echt gedacht, dass er mehr Schaden macht. Er hat nur 3 Worker rausgenommen, hat ein bisschen mehr verloren. Nämlich, ich glaube, das waren bestimmt alle 8 Dinge, die er rausgejagt hat. Und durch den frühen Pool hat er sich ins eigene Fleisch geschnitten, denn er hatte weniger Drones zur Verfügung. Nimmt jetzt sein erstes Gas. Ja, muss jetzt hier natürlich irgendwie ein Follow-up ausdenken. Entweder, okay, ich mache weiter Schaden. Oder der Junge überlegt sich gut, ich makro auf und makro dich dann nochmal aus. Allerdings weiß Socke natürlich, dass er jetzt ein gutes Stück vorne ist, was Worker angeht. Ja, dass der eine Link jetzt hier in den Nexus scoutet, ist so ein bisschen Wayne. Der fängt sich gleich noch 2 Shots vom Mothership Core ein und dann war es die Geschichte. Und da kommt direkt das Stargate. Oh, Socke. Wenn er jetzt das Phoenix Blade auch noch auspackt, das wäre es noch richtig eklig. Sein Vortex ist eh ekotechnisch nicht so wahnsinnig stark. Und wenn der Protoss hier gleich erstmal aus 2 Nexi-Worker pumpen kann, dann geht das hier ganz schön schnell in ein richtig hartes Makro-Game. Ich bin gespannt, ob da noch die schnelle dritte kommt. Ist egal, das Gas ist voll gesaturated. Ist auch nicht bei 100. Ja, es geht direkt ins Leer. Also verzichtet hier erstmal auf Link Speed. Ja, deswegen kriegt er auch keinen vernünftigen Scout ab hier. Und was wird da produziert im Mobi? Oh, da kommt auch noch ein Oracle. Na, danke schön. Also, wenn er das jetzt nicht vernünftig defenden kann, und da braucht er mindestens 2 Queens hier an jeder Hedge,
Ah, das wird extrem unschön. Ja. Warum macht er jetzt das Leer hier unten an der Natural? Ganz einfach, weil die erstes Attack-Ziel wäre. Holt sich jetzt hier auch einen defensiven Spinecrawler. Spore wäre noch ein echter Hit. Und da Leer einfach mehr HP hat, somit leichter zu halten ist, bietet sich das an, das hier unten zu machen. Und hier oben ist es halt einfach nur eine Hedge. Hier vorne ist er sowieso näher an seiner Main-Army. Ah, hier ist ein kleiner... Oh, das ist Warp Inpeile. Da werden zwei Zealots reingeschmissen. Die können hier die Zealots davon forcen. Die Linke davon forcen. Und hier sehen wir das erste Oracle auf dem Weg. Mit 66 Energie. Und da ist das Ding. Hier keine Air Defense. Auch kein Spawn-Produktion, sondern noch ein Spine. Und da kriegt er die ersten beiden Kills schon. Drei. Die Queen kriegt er auch down. Und jetzt die ganze Drones hier. Oh mein Gott. Da verliert... Der gute Vortex ist richtig. Und da kommt auch noch der erste Phoenix mit dazu. Hier, die Queen wird jetzt gerade geliftet. Ja gut, da kann er jetzt nicht wirklich was gegen machen. Das Oracle ist auch so gut wie down, wenn hier die Queen wieder unten ist. Ja, kommt er da noch weg? Oh, dieses Oracle mit einem Lifepoint. Harte Geschichte, harte Geschichte. Und jetzt noch ein Time Warp hier in die Drones. Ach, das, die Knight nochmal zusätzlich, das Mining. Wird jetzt auch ein Spawncrawler gebaut. Und er könnte sogar den Overlord hier noch verlieren. Gleichzeitig. Vortex aber auch mit dem Gegengro. Hier hat sie sogar ein paar Dinge mit hinter die Wall von Socke gekriegt. Hackt die auf dem Warp Gate schon ordentlich rum. Also hier ist richtig Action am Start. Kriegt ja auch wieder ein paar Worker. Hat insgesamt nochmal 7 Stück rausnehmen können. Und da wird er durchaus nochmal ein paar bekommen. Denn ja, Socke hat hier nicht wenig Units am Start. Die sind alle hier unten gerade gewesen. Kommen alle gerade wieder. Da sind auch zwei Oracles auf dem Weg. Die räumen natürlich easy going mit den ganzen Lingen hier auf. Ja, da geht der Beam rein und jetzt werden da Kills gesammelt. Also dieser Nexus hier wird definitiv überleben. Und dieses Oracle, es ist halt, also wirklich das Hero Oracle. Mit einem Lifepoint überlebt, hat nur noch 60 Schild. Und der hat hier doch ordentlich Schaden gemacht. Wir schauen mal gerade auf die Worker. 36 gegen 36. Also da nehmen sie sich gerade so gar nichts. Der Vortex hat auch genügend Overlords, um das hier zu verschmerzen, wenn der eine hier down geht. Ja, die Queen hat sich auch ein bisschen sehr weit nach vorne gewagt. Muss da ein bisschen aufpassen, um nicht hier von den beiden Oracles dann doch aus dem Spiel genommen zu werden. Und Vortex reagiert aber auch direkt mit einem richtig frühen Hydralisken-Bau. Auch jetzt schon mit dem Speed-Upgrade in der Forschung. Also will es hier anscheinend jetzt von zwei Basen beenden. Also keine Upgrade für die Jungs. Will nur schnell einen Gegenruf machen, denn er weiß, Socker hat eigentlich nicht so viel. Er hat auch genügend Worker verloren. Aber die beiden Oracles, jetzt gleich in der Main. Dann haben die genug Energie, um einen vernünftigen Meme zu setzen. Stattdessen kümmert sich ja hier erstmal um den Overlord. Der hat, glaube ich, auch die Oracles gesehen. Von daher weiß der Zerg hier, was los ist. Ja, Socke müsste sich jetzt mal irgendwas überlegen, um hier dann gegen die Hydralisten stark zu sein. Weil er weiß doch nicht mal, dass da welche kommen. Hat bei seinen beiden Oracles gerade wieder auf Attack-Move in die gegnerische Eco-Line. Das Range Attack Upgrade kommt auch mit dazu. Und wenn das durch ist, also sind alles, was aus diesem Stargate kommt, ist definitiv gecountert. Und da sind die ersten Hydralisken. Oh, und das Hero Oracle direkt mal ja, in den Himmel geschossen. Weg ist das gute Ding. Hat sich zwar gelohnt mit 9 Kills. Er hatte eine Menge Sentries, also zum Blocken okay. Aber die Stalker sind dagegen halt nicht so die super Idee. Was macht diese eine Queen hier? Was macht diese Queen hier? Ja, sterben anscheinend. Mir gerade überlegt, was die da wohl vorhatte, aber da ist jetzt nicht mal Creepspread am Start, da werden ein paar Linge gepumpt. Ja, das Oracle kann da auch nichts wirklich machen. Wie viele Hydrin haben wir da auf dem Feld? 16 Hydrin gegen ein Mavische Core, ein Oracle, 5 Sentries, ein Phoenix und 6 Stalker. Also das kann er durchaus machen. Das 1-0 für den Protoss allerdings auch gerade auf dem Weg. Und wenn das durchgeht, wird es halt doch schon wieder ein Stück schwieriger. Hier kommen auch nochmal 2 Kens an der Natural. Und trotzdem werden jetzt hier die Gates angegangen. Nexus Overcharge ist drin. Hier kommen ein paar Force-Hüter, damit sich hier die Hydrin nicht davonschleichen können. Das haben die aber gar nicht vor. Hier wird erstmal das Pylon eingerissen, was die beiden Kennis gepowert hätte. Kommt noch ein Time-Warp-Field von Mappership Core, der hier fast down ist. Und Socke ist hier zurückgezogen bis ins Letzte, bis in seiner Main. Verliert hier unten beide Warp-Gates. Hat jetzt nur noch seinen ganzen Warp-Intech hier oben stehen. Das ist nur noch ein Stargate. Und einmal seine Gateways. Und hier verliert er sehr, sehr, sehr viel. Ja, die Zealots kommen jetzt ran, da die Hydre nicht mehr moven können. Und trotzdem geht hier die Natural down. Und Vortex macht sich einfach davon. Microtier auf dem Rückweg noch ein bisschen.
Ah, die Force, ah, sehr schöne Force Fields hier. Da kann er nochmal zwei Hydren abgreifen. Das ist natürlich sehr wichtig hier für Socke. Muss jetzt so viele Units wie möglich hier aus dem Spiel nehmen. Denn er ist einfach wieder zurück auf einer Base, auch wenn er mehr Worker hat. Das hat ihn jetzt trotzdem hart getroffen. Produziert jetzt hier Void Rays. Hat jetzt aus der einen Robotics noch eine Emo in der Produktion. Da haben wir ihn natürlich gegen Hydralisten auch nicht so viel. Der hat ein bisschen Splash Damage. Macht allerdings keinen Bonusschaden gegen Light. Und wir sehen es hier, das Reinforcement von Maus Vortex. Das sieht hier wirklich unschön aus. Kriegt hier sogar das andere Oracle noch. Jetzt haben wir 60 gegen 34 Army Supply. Und da möchte ich mal fast... Oh, dieser arme Void Rave. Ja, Miss Rally dann auch noch. Und das sieht ganz böse aus. Also Athen Socke kommt ja nicht mal auf einen vernünftigen Army Count. Force Field hier unten die Hydrin. Dabei rennen ihm jetzt die Linge einfach die Bude ein. Und supporten die Hydrin so, dass die einfach raufhauen können. Gleich wenn die Force Fields hier weg sind, wird die volle Macht der Armee zu spüren bekommen. Da erinnern auch die beiden Zealots nichts mehr dran. Socke ist hier auf dem Rückmarsch. Natural wird nicht rechtzeitig fertig. Hier steht auch kein Wall in. GG von ATN Socke. Somit haben wir jetzt wieder 1-1 in diesem Go for StarCraft 2. 292 in dem Best of 5. Und die nächste Map seht ihr gleich. Dranbleiben, abonnieren, kommentieren. Wir sehen uns. Bella Stark.